Heiligen Geistes. Amen. Friede und Zuversicht vom auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, noch dauert Ostern. Es ist ein unfassbares Ereignis von Gott her, aber ein Prozess des Glaubens für das Menschenherz. An manchen Tagen und in manchen Nächten gelingt selbst den engsten Vertrauten Jesu nichts. Ohne den Auferstandenen fällt nichts an, nichts bei Vertrauten und Verzweifelten, nichts in der Kirche und der Welt ist da eher am Ufer steht und uns das Mahl schon bereitet hat. Aber dann kommen alle, die anfangen zu wagen, zu hoffen, zu lieben, durch die Nacht ins neue Licht des Tages, dieses Sonntages, den wir jetzt miteinander feiern und zum Herrn und Auferstandenen rufen. Herr Jesus Christus, siegreich bist du auferstanden von den Toten. Christ, 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 Christ,
alle Bewohner von Jerusalem. Dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch geglaubt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihm, der nach Gottes geschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen
Sie sagte zu ihm, wir wollen auch beten. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, denn Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, rührte er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 große Fische gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagt, ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn. Genesis, da ist dort alles.
wir zweierlei bedenken. Wir lesen das vor dem Hintergrund dessen, dass die Gemeinde des Johannes bzw. die Gemeinde in der Tradition des Johannes steht, schon 100, 110, 120 Jahre für eine Zeit entfernt ist von Jesus geschrieben. Und diese Gemeinde, sie ist in Ephesus in dieser pulsierenden kleinen asiatischen, von hellenistischer Kultur geprägten Stadt. Dort blüht der Glaube auf. Und wenn sich diese wundersame Begegnung heute für einen Fisch fand, an sie zuträgt, dann müssen wir immer auch diese Perspektive wahrnehmen von dieser Stadt, jenseits des Meeres in Kleinasien. Ja, dort ereignet sich Ostern. Und noch eines, wir haben das jetzt in österlicher Zeit schon vielfach bei Johannes erlebt, er greift zurück auf Begebenheiten, die in den drei synoptischen Evangelien schon geschildert worden sind. Besonders auf Lukas. Und das ist auch heute wieder so, denn da gibt es im 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums von der Jüngerberufung am See. Und das steht auch im Kontext des reichen Fischfangs. Und Johannes greift diese Geschichte ganz bewusst nun auf und verortet sie hier am Ende seines Evangeliums. Er tut das nicht, um uns die Historie vielleicht besser oder anders zu erzählen. Das ist ein Ansatz, der auch für uns wegweisend und interessant ist. Alt ist bei den Hühnern anscheinend eingekehrt. Und wenn wir ehrlich sind in dieser Situation jetzt, da dieser Alltag von uns so außer Kraft gesetzt ist, durchbrochen ist, da sehnen sich auch viele Menschen nach Alltag. Mensch, was geht das? Morgen. Wieder bei BMW am Arbeitsplatz zu erscheinen, die Kinder zur Schule schicken zu können, selbst die Woche zu planen mit den Terminen und das Wochenende im Blick zu haben, da treffen wir uns dann mit Freunden. Ja, was wäre das? Endlich wieder Alltag. Endlich wieder Alltag. Das ist auch die Situation der Jünger in heute. Realität in der Gemeinde des Johannes. Man lebt wieder ein im Alltag, alles ist fest strukturiert, man erwartet Halt und Sicherheit vom Alltag. Aber in dieser ersten gemeinsamen Nachtschicht, sie fangen nichts, sie haben keinen Erfolg. Es ergibt der Impuls von außen. Und aus
Intuition heraus, die ihnen zukommt, erkennen sie, hier ist der Auferstandene gegenwärtig, hier ist er präsent. Und ich denke, dass sie viele Erfahrungen der jungen Christen in der Gemeinde verdichtet in dieser Szene da hineingelegt, dass auch sie spürte, erfuhren, in der Art und Weise, wie sie miteinander Gemeinde waren, wie sie miteinander lebten, wie sie miteinander Liturgie gefeiert haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt selbst mit
für die Kranken und jene, die in Quarantäne ausfallen müssen, um deinen Angehörigen Trost. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen und jene, die du, Herr, allein kennst, um Erfüllung der Sehnsüchte und die Fülle des Lebens bei dir. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Bei dir, Herr, ist Leben in Fülle. So komm uns neu auf die Hände.
senden deinen Geist auf diese Gaben und Gaben einrufen, damit sie uns werden bleiben und deines Sohns, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich als Freiwillige mit dem neuen Buch traf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, erreichte es seine Jünger und sprach: Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, so dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Yeah.